Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und wie angekündigt sitze ich hier mit dem Podcast-Papa Flo Witte. Servus André, hallo liebe Stammis. Und du solltest mich nicht ankündigen mit Spitznamen, die ich noch nicht kenne. Und vor allem nicht, wenn ich dann die Folge nicht so früh höre. Ich habe schon SMS von Freunden bekommen, die gesagt haben, der Ruhrpott-Rasierer. Ich dachte, was will der denn? Dann stümmerte es mir. Dachte ich, oh Gott, was haben die erzählt? Und dann war es ja nur die Wahrheit und ganz harmlos. Von daher, ich habe Bock, lass uns loslegen. Zum Ruhrpott kommen wir später in dieser Folge. Wir fangen mal an mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Denn da hat sich tatsächlich nochmal was getan. Und Daily Tobi war ja nicht nur während der EM da, sondern ist in Nationalmannschaftsphasen immer dicht dran. Wir hören rein bei Tobi Altscheffel. Servus Stamis, hi André. Ja, es werden immer weniger der eigentlich etablierten Nationalspieler, die in Herzogenaurach anreisen. Nun hat's Robin Koch erwischt. Der Verteidiger von Frankfurt hat gegen die Bayern noch gespielt, hat aber wie Jamal Musiala auch Hüftbeschwerden und musste absagen. Dafür wurde nicht positionsgetreu nachnominiert, sondern mit Kevin Schade kommt ein Angreifer. Der spielt in der Premier League bei Brentford, wurde von Hansi Flick geschätzt, unter anderem, weil er ja schnell, torgefährlich und kopfballstark ist. Also Kopfball gehört zu den Spezialitäten von Schade. Ist ein interessanter Spieler, hat dieses Jahr für Brentford 7 Spiele gemacht in der Premier League, dort noch nicht getroffen oder einen Assist gesammelt, aber ja, auch bei ihm ein bisschen eine Überraschung, wie er sich präsentieren kann, ist jetzt mal mit dabei. Wer nicht mit dabei ist, Bernd Leno, war schon bekannt, jetzt haben wir mit ihm gesprochen, der hat ganz offen gesagt, er wollte nicht mitfahren als Nummer 3 ohne Aussicht auf Einsätze, denn die hätte er nicht gehabt. Es sollen Oliver Baumann oder Alex Nübel spielen, quasi perspektivisch, beide noch ohne Länderspiel. Leno selbst hat 9, wie gesagt, wollte gerne kommen, wollte aber auch gerne spielen. Da wurde ihm klar gesagt, keine Chance, und dann sagt er, dann komme ich nicht und ich trainiere lieber in London beim FC Fulham als anzureisen, macht für ihn mehr Sinn. Ja, das ist die Lage bei der Nationalmannschaft und jetzt hoffen wir mal, dass alle, die kommen, auch da bleiben, denn ja, ansonsten wird es langsam dünn und eng im Kader von Julian Nagelsmann. Bis bald, ciao, ciao. Ja, wenn es so weitergeht, Flo, haben wir bald so eine Art Team 2006. Erinnerst du dich noch damals? Ich erinnere mich noch dran und ich wundere mich so ein bisschen, ich gewinne so ein bisschen den Eindruck, als ob das jetzt nicht die beliebteste Länderspielreise ist, Anfang Oktober, unter anderem nach Sarajevo, was übrigens eine bezaubernde Stadt ist. Wenn man die Chance hat, hinzukommen, sollte es machen. Weiß ich nicht, warum sich die entgehen lassen. Vielleicht ist es ja auch wirklich alles total unfreiwillig und wirklich, es würde gar nicht gehen. Im Fall von Leno bin ich etwas pikiert, muss ich dir ehrlich sagen. Willst du erst über Leno sprechen? Ich würde gerne sagen, dass ich das Skandal wäre jetzt zu viel, aber mich regt das schon richtig auf, mit welcher Selbstverständlichkeit der sagt, na, wenn er spielt, wird er kommen und sonst nicht. Ey, wir reden hier nicht über Manuel Neuer 2.0, wir reden über Bernd Leno. Internationales Format, verdienter Torhüter, aber da musst du dich halt, da bist halt auch mal die Nummer 3 in einem Land wie Deutschland und dann sei stolz, dass du die Nummer 3 bist und wenn es nur nach Sarajevo geht, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Was ich gut finde, ist, dass er so ehrlich sagt, das muss man sagen. Ich würde aber sagen und ich würde mir persönlich wünschen, dass man den dann auch gar nicht mehr anruft, auch nicht, wenn man eine Nummer 3 zu einem Turnier möglicherweise sucht. Ich finde es geil, dass das deine Meinung ist, weil meine ist anders. Du bist doch der, der immer sagt, Deutschland, das ist das Allergrößte, für sein Land zu spielen, DFB, das ist, da muss man alles stehen und liegen lassen, bist du doch der Erste. Aber bei Bernd Leno, da machst du jetzt eine Ausrahmung, den kann ich verstehen, ist besser in London zu trainieren. Alter, fühle ich überhaupt nicht. Ich habe ja noch gar nichts gesagt, lass mich doch erstmal erzählen, also pass auf. Bernd Leno war ja ein Kandidat schon für die Europameisterschaft. Ne, da hat man ja darüber nachgedacht, wer wird Nummer 3, ist es Leno, ist es Baumann, ist es Nübel. Und dass der jetzt sagt, die Nummer 1 ist weg, hat aufgehört. Die neue Nummer 1 ist verletzt. Jetzt sind da zwei Torhüter, die haben im deutschen Trikot auch noch gar nichts gezeigt. Und da stehe ich auch noch hinten dran, ohne die Chance auf einen Einsatz, mit 32 Jahren, mit einer Vita, die nicht schlechter ist als die von den anderen beiden. Das kann ich verstehen. Dass das frustrierend ist, kann ich auch verstehen. Nee, aber ihr müsst, also ganz ehrlich, wir fordern die ganze, auch Nagelsmann, der fordert, ja komm, wenn hier einer sich damit nicht identifizieren kann, dann soll er das sagen. Macht er jetzt. Finde ich absolut legitim. Warum soll Bernd Leno ohne
die Chance auf einen Einsatz, das hat Nagelsmann ihm offenbar ja klar gesagt. Warum soll der da mitfahren, wenn der ja offensichtlich nicht mal als dritter Torhüter geplant ist, wenn alle fit sind? Ich kann das verstehen. Naja, weil zu einer Mannschaft mehr als 11 Leute und auch mehr als ein Torwart gehören und auch das wichtige Rollen sind. Wir reden immer darüber, jeder muss seine Rolle kennen im Training. Der hat ja auch eine gewisse Erfahrung, der spielt seit 100 Jahren in der Premier League, ja, auch bei großen Clubs gespielt, ja, gute Jahre bei Arsenal gehabt. Und das ist, glaube ich, jemand, der gerade unerfahrenen Torhütern, die auf dem Niveau international, sei es mit dem Club und mit der Nationalmannschaft, schon gar nicht überhaupt keine Erfahrung haben, was weitergeben könnten. Von daher, ich glaube, der kann der Mannschaft was geben. Und ich finde es gut, wenn er sagt, ich komme dann nicht, dann den aber auch bitte nicht mehr einladen. Dann ist die glorreiche DFB-Karriere von Bernd Leno nach 9 Länderspielen für mich vorbei. Ja, also Bernd Leno hat ja auch gesagt, sein Ziel ist es eigentlich zu spielen. Das ist natürlich dann auch ein bisschen quatschig, da bin ich bei dir. Aber dass er grundsätzlich sagt, ich komme nicht als Nummer 3, wenn da zwei vor mir spielen, die beide in meinen Augen, also aus seiner Sicht, nicht besser sind als ich und der Trainer sagt, du hast keine Chance auf Spielzeit, finde ich legitim, zu Hause zu bleiben. Gut. Wenn er sich zu fein dafür ist, sein Wissen weiterzugeben. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob ein Karim Adeyemi, der auf hohem Niveau konstant noch nichts gezeigt hat, sagt, ich fahre nicht mehr zu U21, da habe ich keinen Bock drauf, so in jungen Jahren, oder ob ein Bernd Leno mit 32 9 A-Länder spielen und der Vita, die du gerade gesagt hast, sagt, pass auf, der erste Torwart ist nicht mehr da, der zweite Torwart ist nicht mehr da und ich spiele trotzdem keine Rolle, dann ist das nichts für mich. Das finde ich absolut legitim. Ich hätte da eine andere Einstellung, Nationalmannschaft ist Nationalmannschaft und ich sage es nochmal, ich glaube, und ich will ihn nämlich gar nicht schlecht reden, dass der einer Mannschaft sehr viel geben könnte, ohne Fußball zu spielen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, wir werden das letzte Mal über Bernd Leno im Zusammenhang mit dem DFB geredet haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da bin ich mir auch sehr sicher und ich deckel drauf, passt nie so gut wie jetzt. Ich glaube, da können wir das Thema dann auch mit beenden. Lass uns noch über Kevin Schade sprechen. Das ist auch für mich eine absolute Quatschnominierung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Sorry, aber ja, der war unter Flick schon mal nominiert, keine Bäume ausgerissen, hat in Freiburg damals seine Sache ordentlich gemacht. Torgefährlich, kopfballstark, null Scorer in der Premier League. Also, worüber reden wir hier? Da fühlte ich mich an frühere Hertha-Transfers erinnert, wo in jeder Transferperiode ein angeblich torgefährlicher Mittelfeldspieler, meist aus der Balkanregion, kam. Dann hat man nachgeguckt, naja, so toll war das nicht. Und dann hat er auch nie ein Tor oder eine Vorlage für Hertha gemacht. Gab es reihenweise dasselbe. Warum ist der torgefährlich? Also das hätte er jetzt mal zeigen können. Also ich will dem jetzt auch gar nichts Schlechtes nachsagen. Und möglicherweise hat er noch eine große Karriere vor sich. Aber er hat noch nicht gezeigt, dass Julian Nagelsmann ihn für die deutsche Nationalmannschaft nominieren sollte, jetzt in letzter Zeit. Und Nagelsmann hat bis jetzt immer auch den Eindruck auf mich gemacht, dass es extremst nach Leistung geht und da sehe ich ihn nicht. Wäre auch nicht der erste Name, der mir in den Sinn gekommen wäre. Also, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht kennt ihr das ja, liebe Stammis. Ihr stellt am Bundesliga-Samstag mal wieder einen Wettschein zusammen, eine schöne Dreier-Vierer-Kombi, sage ich mal. Aber bei mindestens einem Spiel habt ihr so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn das doch nur anders kombinierbar wäre. Und genau da kommt unser Partner Neobet ins Spiel mit seinen vielen Funktionen und Features. Denn mit der Funktion und oder könnt ihr Siegerteam, Handicap, Anzahl der Tore, Torschützen und weitere Quoten innerhalb eines Spiels ganz einfach miteinander kombinieren und euch so eure ganz persönliche Wette zusammenstellen. Das Ganze ist vielleicht auch attraktiv, weil es keine Wettgebühr bei Neobet auf Kombi-Wetten gibt. Habt ihr mindestens zwei verschiedene Spiele in eurem Wettschein, übernimmt Neobet eure Wettgebühr. Also heißt für euch 5% mehr Gewinn. Falls ihr noch nicht bei Neobet registriert seid, bietet Neobet euch die Gelegenheit, die App mal ganz unverbindlich und kostenlos zu testen. Mit dem Code STAMMPLATZ10, Stammplatz als Wort, 10 als Zahl, startet ihr direkt mit 10 Euro gratis Wettguthaben. Einfach bei der Registrierung den Code STAMMPLATZ10 eingeben und alle Vorteile und Features ganz spielerisch entdecken. Außerdem bei der ersten Einzahlung könnt ihr euch bis zu 100 Euro Bonus sichern. Den Link und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie gewohnt nochmal bei uns in den Shownotes, da könnt ihr alles nachlesen. Neobet ist offiziell lizenziert, also whitelisted. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de. Okay, also Nationalmannschaft wird uns in dieser Woche auf jeden Fall noch beschäftigen. Was uns auch beschäftigt hat, sind die Bayern, Flo. Auch da hatte ich gestern bei der Folge schon deine Worte im Ohr und im Kopf, dass du zu mir sagst, ja André, das mag ja sein, dass die schönen Fußball spielen, aber der Kompanie ist Trainer beim FC Bayern und da reicht es nicht, 3:3 gegen Eintracht Frankfurt zu spielen. So ist es ja und wir halten mal fest und ich bin ja jemand, der sich sehr, sehr gerne dann an Fakten orientiert. Die Bayern haben dieses Jahr jedes Spiel gewonnen, was sie gewinnen mussten, aber haben keines der Spiele gewonnen, wo man gesagt hat, ah, das sind Mannschaften, die den Bayern möglicherweise gefährlich werden können. Da haben sie zweimal unentschieden gespielt und da haben sie einmal verloren in der Champions League. Von daher
Ja, allerdings, und da bin ich immer so ein bisschen in zwei Rollen. Auf der einen Seite bin ich ja Berichterstatter, ja. Und da sage ich, finde ich das natürlich, oder muss man es einordnen, dass das zu wenig ist. Auf der anderen Seite bin ich auch Fußballliebhaber und da gucke ich mir die Bayern momentan wahnsinnig gerne an. Das ist schon das geil, ist ja, ne? Spektakelfußball. Ja. Das macht einfach Spaß, dazu zu gucken. Und wenn man kein Bayern-Fan ist, ist einem ja das Ergebnis dann im Endeffekt auch relativ wurscht, ob die Bayern da jetzt 4-3 gewinnen oder ob es 3-3 ausgeht. Völlig in Ordnung. Weißt du, was das Verrückte daran ist? Die Frage ist ja, was ist jetzt das Problem? Kriegen die Bayern zu viel oder schießen die zu wenig? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, für die Art und Weise, wie die Bayern spielen, schießen die zu wenig Tore. Die haben zwar 3 gemacht in Frankfurt, aber so wie die Fußball spielen, müssen die 6 schießen. Gegen Leverkusen war es dasselbe. Das ist so ein Schema, was sich durchzieht. Fakt ist, es macht Spaß. Ja. Und während alles andere beim FC Bayern, you name it, die Interviews vorm Spiel überhaupt keinen Spaß mehr machen und alles langweilig geworden ist. Weil er aber auch ein geiler Typ ist, der Kompanie. Kannst nicht böse sein, der ist super. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Ich sehe das auch so. Das ist, ich würde dem meine Tochter zum Aufpassen geben. Ich würde mit dem in Urlaub fahren. Ich würde mit dem alles gerne machen. Ich möchte nur keine Geschichten über Interviews, die er im Fernsehen gibt, schreiben müssen, weil da kommt nicht viel bei rum. Aber das ist ein hochsympathischer Typ, dem man alles gönnt. Das alles abseits davon macht einfach Spaß bei Bayern und ja, man darf es gar nicht so laut sagen, aber ich wünsche mir persönlich, dass es so weitergeht und dass Kompanie nicht seine Taktik überdenkt, weil das ist ja auch was, was jetzt kommen könnte. Spielt man weiter dieses knallhohe Pressing oder kommt man irgendwann auf die Idee und sagt, ja, es ist zwar geil, aber möglicherweise bringt es nicht den Erfolg. Wir müssen ganz ehrlich sein, der FC Bayern wird weiter Gegentore kassieren, wenn die so weiter Fußball spielen und der FC Bayern kann mit Sicherheit trotzdem sehr erfolgreich sein, aber nur, wenn die mehr Tore machen. Und da sind wir jetzt vielleicht bei dem Problem, was sie gerade haben. Die haben einen sehr, sehr teuren Mittelstürmer mit Harry Kane, der natürlich jetzt ein sehr verengtes Spielfeld vor sich hat. Ich meine, der hat jetzt noch 2-3 Quadratmeter Platz. Wenn du siehst, dass der ja in vorderster Reihe steht, der Innenverteidiger mit Upamecano, aber auch schon 5 Meter hinter der Mittellinie. Also so funktioniert das halt für den nicht. Harry Kane ist ein Spieler, der sich auch gerne mal den Ball aus dem Mittelfeld holt, der ein bisschen Platz braucht, hat der alles nicht mehr. Ist vielleicht für das System gar nicht so geeignet. Ja, ich glaube auch, das ist natürlich sehr zugespitzt. Aber wenn man zuspitzen will, kann man sagen, so wie die Bayern momentan Fußball spielen, brauchen sie keinen Kane. Und ich glaube, wenn Kane noch nicht da wäre und Kompany wäre schon deutlich vor der Saison da gewesen und hätte seine Spielidee deutlich gemacht und die Bosse wären davon überzeugt gewesen, dann hätte man keinen Kane geholt. Ja. Dann hätte man das Geld möglicherweise in den Florian Wirtz investiert. Genau, der wird besser passen gerade. Im Moment passt der deutlich besser. Und jetzt kann man sagen, man braucht aber immer noch einen Mittelstürmer. Ja, den kriegst du ja aber auch billiger für die 5 Spiele im Jahr, wo du sagst, oder die 5 Situationen, jetzt brauche ich die totale Brechstange. Hättest du von mir aus, kannst du einen Tell reinstellen, hättest du auch einen Schuppo behalten können. Whatever. Kane ist im Moment so ein bisschen so, als ob du hast den super Ferrari, der richtig geil 320 Stundenkilometer auf der Autobahn fahren kann, aber nur, wenn es kein Tempolimit gibt. Ja, oder keinen Führerschein. Ja, oder keinen Führerschein. Ja. Soll es geben, habe ich gehört. Soll es geben. Ne? Wenn man jahrelang in einer Großstadt lebt, sein ganzes Leben, dann braucht man keinen Führerschein. Richtig. Ja, das ist auf jeden Fall verrückt und ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil Harry Kane selbst wird auch nicht damit zufrieden sein, 10 Elfmeter-Tore dieser Saison zu machen. Das ist die Gefahr, die ich sehe. Ich glaube, der ist natürlich ein Gentleman. Der ist ein geiler Typ. Der ist wirklich kein Stinkstiefel. Aber es wird, wenn es dauerhaft so weitergeht und der nur die Elfmeter macht und wir auch immerhin weiter schreiben, er trifft nicht und dann trifft er in wichtigen Spielen nicht. Irgendwann wird da auch mal der Berater anklopfen, wird Angst um den Marktwert haben. Das ist alles so, das könnte wirklich ein Painpoint werden für Bayern, wenn das dauerhaft so weitergeht. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht glaube, dass er jemand ist, der jetzt schon nach wenigen Wochen proaktiv Stress machen wird. Das schließe ich aus. Aber das kann schon für Unruhe sorgen. Ich finde es total spannend. Was passiert denn jetzt? Was macht der Kompany? Spielt er ein bisschen abwartender? Drückt er nicht mehr so hoch? Hat er mehr Angst vor den Gegentoren als Lust auf die Tore? Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass er grundsätzlich was an seiner Taktik ändert, weil das würde ihm auch als Schwäche ausgelegt werden. Ist auch zu geil. Ich glaube, selbst die Bayern-Fans, auch wenn es momentan ergebnistechnisch nicht 100% läuft, die finden es auch geil. Das muss man geil. Man muss halt abwarten, wie es in der Champions League. Der nächste Gegner ist Barcelona. Also die schwierigeren Gegner in der Champions League kommen erst noch. Aber jetzt stell dir mal vor, Flo, jetzt stell dir das mal nur vor. Die fahren nach Barcelona und drücken Barcelona 90 Minuten an die Wand. Das kann Barcelona sich gar nicht erlauben. Also selbst wenn da am Ende ein 2-2 rauskommen sollte aus Barca-Sicht, die werden ausgepfiffen. Ja, absolut. Darum sage ich. Ich glaube, und wenn es weiterhin Niederlagen gibt gegen Top-Teams in der Champions League oder die besseren Teams in dieser Vorrunde, ich glaube, dann wäre irgendwann der Punkt gekommen, wo man Richtung K.O.-Phase sagt,
Und das wäre ja auch vielleicht ein Überraschungsmoment. Nicht vergessen, wenn du jetzt die ganze Hinrunde bis zur K.O.-Phase der Champions League so spielst und auf einmal, vielleicht tüftelt er schon im Geheimen an einer bisschen anderen Taktik, an einer B-Variante. Das wäre smart, könnte ich mir vorstellen. Wir werden es sehen. Alles in allem bin ich sehr glücklich. Stell dir mal vor, wir hätten auch einen Diego Simeone oder einen José Mourinho holen können zu Bayern. Da hätten die jetzt jedes Spiel 1-0 gewonnen. Aber dann würden wir hier auch sitzen und sagen, die Bayern kannst du nicht angucken. So sprechen wir über Spektakelfußball. Aber die Hurakiri-Bayern, wie wir sie bei Bild genannt haben. Sehr schöne Wortschöpfung. Ja. Da bist du sogar bei Reifes Live für gelobt worden, habe ich gehört. Ich wollte es jetzt nicht sagen, dass ich mir ausgedacht habe, das hast du es gemacht. Aber Hurakiri passt, glaube ich, ganz gut. Das ist Hurra-Fußball gepaart mit Harakiri. Jetzt muss man gucken, dass es mehr Hurra wird, weniger Harakiri. Und es ist doch ein bisschen früh, um endgültig darüber zu urteilen. Mit José Mourinho hätten wir auf jeden Fall geilere Pressekonferenzen gehabt. Ne? Das ohne Frage. Mit dem würde ich allerdings nicht so gerne in Urlaub fahren. Ne, ist wahrscheinlich ein kleiner Stinkstiefel, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ob man gerne mit dem neuen Schalke-Trainer in Urlaub fahren will oder nicht, das muss man sich, glaube ich, in den nächsten Tagen und Wochen noch angucken. Der ist auf jeden Fall vorgestellt worden. Der Kollege Max Backhaus, der war dabei und wir hören da jetzt mal rein. Hallo André, ich grüße dich. Ja, heute war ein pickepackevoller Schalke-Tag. Fing schon heute Vormittag mit der ersten Trainingseinheit des neuen Coaches Kees van Wonderen an. Und es fiel direkt auf, der Typ, der will direkt mittendrin sein, stand bei den Übungen zentral auf dem Platz wie so ein Schiedsrichter, hat viel dirigiert, viel gesprochen mit allen Spielern und auffällig auch, er kannte tatsächlich alle Namen, selbst so ein Steve Nut, ein Spieler, den man aus der Akademie aus Afrika geholt hat. Selbst den konnte er per Vornamen ansprechen, also ganz anders als so ein Christian Groß, der sein Vorgänger auf Schalke wahrscheinlich ist. Der hat damals ja, das ist bis heute ein Meme auf Schalke, Can Bostogan verwechselt mit Kaan Erdoğan oder angesprochen als Kaan Erdoğan. Ja, war schon eine krumme Nummer. Unterhaltsam war es auch danach auf der Pressekonferenz mit dem neuen Coach. Anders als einen Tag vorher im Vereinsinterview, 18 Minuten, das war, wenn ich so sagen darf, ein bisschen dröge. Da hat er nicht so knackig gesprochen. Jetzt war es deutlich spannender, meiner Meinung nach. Hat auch den einen oder anderen Witz gebracht, unter anderem so eine BVB-Anekdote. Da ging es darum, dass er als Spieler 2002 im UEFA-Cup-Finale war gegen Dortmund. Und da ging es gar nicht um den BVB speziell, aber da hat er den Fragensteller unterbrochen und gesagt, ja, Sie wissen aber schon, gegen wen das damals war, ne? Mit Augenzwinkern. Hat natürlich ein paar Lacher dafür bekommen. Also das war recht unterhaltsam und ja, ich habe gerade schon gesagt, UEFA-Cup-Finale gewonnen. Also der Typ, der kennt die internationale Bühne. Also ja, mal schauen. Flo, Hoffnung auf einen Holländer, auf Schalke, soll schon mal geklappt haben in der Vergangenheit. Auf jeden Fall. Ich habe irgendwie ein ganz gutes Gefühl, obwohl ich natürlich weit weg von Schalke bin und das nicht im Detail beurteilen kann. Ich finde, er hat so einen leicht irren Blick im positiven Sinne. Ja, ja, also, ganz weit aufgerissen. Das ist so ein bisschen so. Also ich glaube, da haben die Spieler schon ein bisschen Respekt vor und sowas finde ich nicht schlecht, finde ich immer ganz sympathisch. Und dieser Dortmund-Spruch, um den da zu machen, ich sage es mal auf Deutsch, immerhin, also Eier wird er auf jeden Fall haben und die braucht er da auf Schalke und von daher drücke ich ihm auch als neutraler Fan die Daumen, weil was überhaupt niemand braucht, ist Schalke in der dritten Liga. Nee, Schalke braucht man eigentlich auch nicht in der zweiten Liga. Nein, auf keinen Fall. Also von daher hoffen wir mal, dass da jetzt eine große Erfolgsgeschichte geschrieben wird und das aus ganz neutraler Sicht. Flo, für heute machen wir den Deckel drauf, morgen nochmal wir beide, ja. Morgen nochmal wir beide und dann verabschiede ich mich. Ich habe ja den Oktober zum Monat mit ganz wenig Arbeit erklärt. Ich habe meinen Sommerurlaub in den Oktober gelegt quasi. Von daher bin ich jetzt nochmal da. Heute gerne hier gewesen, morgen nochmal gerne hier und dann werde ich das als Hörer ganz gespannt verfolgen. Gaffrey im Urlaub, Witte im Urlaub. Ja, der macht aber öfter Urlaub als ich, muss ich jetzt mal sagen. Also. Ich halte mich da raus. Ich bin ja da, Freunde, ihr wisst es. Ne? Und für heute Deckel drauf, morgen geht's weiter mit Flo und mir. Ciao, ciao. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.